Jawohl, zweiter Durchgang in Madrid mit Schalke in grün von links nach rechts. Die Madrilen wie auch Schalke unverändert. Wir sind im Achtelfinale der Champions League und weiterhin ist für Schalke alles möglich. Sofern sie es schaffen, das zweite Tor hier irgendwie hinzukriegen, nachdem sie dann überhaupt erstmal ein erstes zustande kriegen müssten, das wäre natürlich die Bedingung für eine Verlängerung. Schalke braucht im Grunde genommen drei Tore zum Weiterkommen oder aber einen Sieg im Elfmeterschießen. Voraussetzung für alles ist immer, dass die Null steht. Und das ist die Chance. Choupo-Moting für Max Meyer frei vor Casillas. Dauert zu lange. Dann Casillas. Und Marcelo muss klären. Nächste Doppelchance für Schalke 04. Meyer hat etwas zu lange gewartet. Dann der klasse zweite Versuch mit dem Kopfball. Und da ist Casillas dran. Die Chancen sind da. Hüntelaar im ersten Durchgang. Jetzt Meyer. Aber es braucht dann irgendwann das Tor für S04. Isco. Silva. Ganz wichtig, da zu klären von Benny Hövedes. Hüntelaar. Marco Höger und Choupo-Moting war wieder kein Abseits, auch wenn die Madrilen das anders gesehen haben. Fuchs, gute Flanke für Marco Höger und da ist das erste Tor für Schalke. Höger macht es 1-0, S04 und jetzt lebt der Traum vom Viertelfinale. Ist hier doch noch alles möglich für S04. Wir sehen es, klasse vorbereitet. Und dann kann sich Höger durchsetzen im Kopfballduell gegen Kroos und gegen Pepe, die nicht entschlossen genug zum Ball gehen. Marco Höger bringt Schalke wieder zum Greifen nah ins Viertelfinale dieser Champions League. Sie haben das Auswärtstor, sie sind jetzt wieder dran. Es braucht jetzt das zweite Tor an diesem Abend und es gibt eine Verlängerung hier im Santiago Bernabeu. Das hat sich niemand vorgestellt hier in Madrid, dass Schalke zurückkommt und jetzt wird gewechselt. Sie sehen es, Ilara steht drauf. Das ist Ilara Mendy, der für Lucas Silva kommen wird. Überhaupt erst das zweite Tor in dieser Saison, in dieser Champions League Saison für Marco Höger. Einwurf Ronaldo. Nochmal Ronaldo. Und Bay läuft am Ball vorbei. Pepe. Kabachai. Ronaldo und Benzema hinter Canayan. Meyer und Pepe. Das Glück der Fehlpass mit Choupo-Moting. Holt sich den Ball wieder. Meyer ganz frei im Strafraum. Und die Chance für Höger. Macht dir fast das nächste Tor. Marco Höger ist er es, der Schalke ins Viertelfinale bringt. Jetzt wird gewechselt. Und Leroy Sané kommt für Max Meyer. Hat ein unheimlich intensives Spiel gespielt. Vielleicht gab es das Zeichen, dass er raus möchte, dass er nicht mehr kann. Sané wird kommen. Ist er jetzt derjenige, der Schalke nochmal unterstützen vertritt. Meyer hat es ausgezeichnet gemacht. Und fast hat Höger hier den zweiten Treffer auf dem Fuß. Hat natürlich nicht sein zweites Tor in der Champions League gemacht, sondern überhaupt sein allererstes. Hat erst einmal getroffen in dieser Saison in der Bundesliga.
Jetzt also sein erster Champions League-Treffer. Ronaldo, abgefälschter Schuss von Kanayan. Und da sehen Sie mal, wie hier doch noch auf einmal die Stimmung gibt. Zweiter Wechsel bei Schalke. Sam kommt für Choupo-Moting. Heißt also, die Dreieroffensive fast erneuert. Nur Hinteler ist noch von Beginn an dabei. Chance für Benzema. So, Hinteler, Sam. Ein Schalker gegen zwei Madrilen. Sydney Sam. Wenn er Tempo aufnehmen kann, dann wird es richtig gefährlich. In der Mitte ist Hinteler mitgelaufen. Kann er sich jetzt durchsetzen, dann ist das die Chance. Gewonnener Kopfball von Varane. Ronaldo und Khedira. Hier ist alles drin. Und das wissen die Schalker ganz genau. Ey. Ronaldo. Ey, Kroos. Nicht energisch genug abgegrätscht. Dann aber der gewonnene Zweikampf von Höger und Sané. Rechts startet Sam. Links ist Hinteler. Auch Neustädter mit dabei. Ayhan. Die Zeit ist da. Die Chance ist da. Schalke braucht jetzt nur noch den Treffer hier in Madrid. Uchida. Gegen Ronaldo. Abgefälscht entscheidend von Cristiano Ronaldo. Und Madrid läuft ein weiteres Mal an. Wird unheimlich früh attackiert von Uchida, von allen, die offensiv dabei sind. Benzema. Und das ist zu harmlos von Carvajal. Sané nimmt Tempo auf. Von drei Madrilen attackiert. Guter Pass für Sydney Sam. Nochmal Sané. Wieder Hinteler in der Mitte. Gibt Ecke für Schalke. Viertelstunde noch zu spielen. Kanayan im Bild. Eben entscheidend noch am Ball gegen Cristiano Ronaldo. Auch das kein Handspiel. Christian Fuchs wird ausführen für Schalke 04. Und das ist die Chance für Sané. Kommt da frei zum Kopfball am langen Pfosten, kann sich durchsetzen. Läuft Ronaldo davon. Aber schafft es nicht, den Ball aufs Tor zu bringen. Marco Höger, seinen Treffer hat es spannend gemacht. Sané hätte fast das 2:0 gemacht und dann gäbe es Verlängerung hier bei Real Madrid. Schalke ist dicht davor, hier die Sensation zu schaffen. Ballverlust an Marcelo Ronaldo und er schickt Gareth Bale auf der rechten Seite. Kurz gespielt, Hövedes hat der Ruhe da gegen Marcelo. Also das ist wirklich ganz cool von Schalkes Kapitän. Ilaramendi. Sami Khedira. Inzwischen eingewechselt bei den Madrilen. Ging völlig unter. Ronaldo mit Bale. Und Ronaldo gegen Hövedes. Noch abgefälscht. Bale. Und Khedira. Mit Tempo angelaufen, Sami Khedira. Und Sie wissen ganz genau, wenn Sie jetzt das Tor machen, dann sind Sie im Viertelfinale. Und sonst heißt es hier bangen um jede Minute. Jesse wird kommen, Jesse Rodriguez für Toni Kroos. Auch für Madrid steht hier einiges auf dem Spiel. Schließlich ist man ja der Titelverteidiger. Und gerät hier heute Abend richtig ins Wanken gegen Schalke. Anders als im letzten Jahr, als im Hinspiel alles gelaufen war. Es war wie vorher gesehen. Bis hierhin ein enorm spannender Abend. Es ist alles möglich, Pepe.
Ilaramendi. Raus für Marcelo. Immer wieder werden die Außenverteidiger gesucht. Oh, ganz gefährliche Flanke, Wellenreuter. Ist das eine Chance für Ronaldo? Das ist einfach nur Weltklasse, wie er diesen Ball dann nochmal verlängert, nochmal beschleunigt und aufs Tor kriegt. Aber auch Timon Wellenreuter ist einmal mehr genau richtig da gewesen. Nächste Ecke, 7 Minuten noch im Santiago Bernabeu. Gareth Bale, keine Gefahr, Varan. Ball geht wieder raus zu Ronaldo. Marcelo, fairer Zweikampf mit Christian Fuchs. Sam. So, Hüntela. Sam. Neustädter. Höger. Sané und Sam. Und das ist der Fehler. Aber es war abseits. Es war abseits beim Zuspiel von Sané für Sam. Jawohl. Freistoß, Pepe. Da hat Madrid nochmal richtig Glück gehabt. Bale, Ball kommt durch zu Cavarral. Benzema bleibt liegen und das wäre natürlich richtig bitter. Spiel läuft weiter. Ronaldo. Kedira, raus für Jesse Rodriguez, vorbei an Nastasic, Ronaldo abgegrätscht. Nächste wichtige Aktion, diesmal von Marco Höger, war sogar nicht als letztes am Ball. Das ist harter Einsatz und es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, sogar Abstoß für Wellenreuter. 90. Minute in Madrid, Schalke fehlt ein Tor zur Verlängerung. Madrid fehlt ein Tor zur Entscheidung zum Viertelfinale. Momentan wären sie im Viertelfinale. Und aus einem 9:2 im Vorjahr wird hier unter der Gesamtabrechnung ein 2:1 für Real Madrid. Nastasic nochmal irgendwie den Ball jetzt nach vorne kriegen. Zu Sam, zu Sané, der seinen Aufgabe, seinen Einsatz hier wunderbar gemacht hat, für den starken Meier gekommen. Marcelo. Bringt nochmal die Hereingabe gegen Uchida. Neustädter ist da. Varan. Benzema. Nochmal Ballbesitz Schalke, aber das ist zu ungefährlich. Nächster Versuch von Pepe. Abseitsentscheidung gegen Cavarral. Und das dürfte es hier gewesen sein. Auch das ist richtig. Zum wiederholten Male ganz sicher, aber knapp entschieden. So, Freistoß Wellenreuter. Kommt Schalke nochmal vors Tor. Sie haben sich ausgezeichnet präsentiert, aber sie wollen in die Verlängerung. Sie wollen ins Viertelfinale. Uchida bringt den Ball nochmal lange nach vorn für Hüntela. Nächster Ballverlust. Ilaramendi und Marcelo. Real hat sich hier zu keinem Zeitpunkt eingeigelt, spielt immer offensiv mit über Marcelo, hält den Ball im Spiel und Benzema. So, nicht wundern, Ball war im Tor, der Ausgleich für Real Madrid. Wir haben sofort die Wiederholung gesehen. Es war ein starker Kampf der Schalker, aber sie haben ihn für sich entschieden. Real Madrid wird einziehen in die nächste Runde, wird ins Viertelfinale kommen. Durch Karim Benzema und seinem Treffer heute Abend. Sechster Treffer in der Champions League. Insgesamt dann schon sein 19. Und damit ist es amtlich. Schalke ist draußen, aber hat sich hier keineswegs blamiert. Sie hören das. Pfiffe. Buhrufe für die eigene Mannschaft, die sich hier keineswegs viertelfinalreif präsentiert hat. Klaas-Jan Hüntela, es gab die Chancen zum zweiten Treffer. Es hat am Ende nicht gereicht und trotzdem können wir vor Schalke allen Respekt zollen. Es war ein richtig toller Champions-League-Abend hier im Santiago Bernabeu. Mit dem besseren Ende für die Gastgeber aus Madrid, für Real Madrid.
die damit wieder ins Viertelfinale kommen werden, wie im letzten Jahr sich durchsetzen gegen Schalke. Aber nochmal, im letzten Jahr war es ein 9:2, in diesem Jahr ist es dann ein 3:1 in der Gesamtabrechnung für Real Madrid. Ein Unentschieden hier zu Hause, das ist respektabel. Für uns jetzt Zeit abzugeben, das war's hier aus Madrid. Am Donnerstag Europa League mit Wolfsburg gegen Inter Mailand und nächste Woche dann erneut hier in Madrid mit Bayer Leverkusen zu Gast bei Atletico. Die haben alle Chancen auf ihrer Seite nach dem 1:0 im Hinspiel. Das war's hier im Estadio Santiago Bernabéu. Tschüss aus Madrid, bis zum nächsten Mal.